Das Gebiet des heutigen 14. Wiener Gemeindebezirks Penzing, ausgenommen der Gemeinde Hadersdorf-Weidlingau, wird aufgrund des 1890 beschlossenen niederösterreichischen Landesgesetzes am 1. Jänner 1892 in die Stadt Wien eingemeindet und dem neu gebildeten 13. Bezirk Hitzing zugeordnet. Der Bezirk Hitzing umfasst 1892 die folgenden ehemaligen selbstständigen Vorortgemeinden: Hitzing, Unter-St. Veit, Ober-St. Veit, Hacking, Leins und Speising sowie Penzing, Breitensee, Baumgarten und Hütteldorf. In der NS-Zeit wird per Reichsgesetz vom 15. Oktober 1938 der 13. Bezirk Hitzing geteilt. Die südlich des Wienflusses liegenden Bezirksteile bilden weiterhin den 13. Bezirk Hitzing. Die nördlich des Wienflusses liegenden ehemaligen Fortgemeinden Penzing, Breitensee, Baumgarten und Hütteldorf bilden den neu konstituierten 14. Bezirk Penzing. Zugeschlagen werden dem Bezirk noch die ehemaligen niederösterreichischen Gemeinden Hadersdorf-Weidlingau und Purkersdorf. Zeitgleich werden der bestehende 14. Bezirk Rudolfsheim und der 15. Bezirk Fünfhaus zum neuen 15. Wiener Gemeindebezirk Rudolfsheim-Fünfhaus vereinigt. Damit ist die Nummer 14 für den neu geschaffenen Bezirk Penzing frei. Kurz zur Erklärung, wie es 1938 zur Eingemeindung unter anderem der niederösterreichischen Gemeinden Hadersdorf-Weidlingau und Purkersdorf in den neu geschaffenen 14. Bezirk Penzing kommt und weshalb Purkersdorf 1954 an Niederösterreich zurückgegliedert wird, nicht aber Hadersdorf-Weidlingau. Nach dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich in der Nacht vom 11. auf den 12. März 1938 marschieren deutsche Truppen in Österreich ein. Am 10. April 1938 wird der Anschluss mit einer Volksabstimmung unter tatkräftiger propagandistischer Unterstützung des katholischen Klerus scheinlegitimiert. Der Einmarsch der deutschen Truppen nach Österreich hat eine längere Vorgeschichte, auf dem ich in dem Video Ständestaat Austrofaschismus ausführlich eingehe. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten wird am 1. Oktober 1938 das Gesetz über Gebietsveränderungen im Land Österreich vom Reichsstatthalter Seyß Inquart kundgemacht und tritt am 15. Oktober in Kraft. Wien wird zur flächengrößten Stadt des Reiches, zu Groß-Wien. Treibende Kraft ist der damalige Wiener Bürgermeister Hermann Neubacher. Laut Wiener Zeitung vom 2. Juni 1938 teilt der in Wien weilende Reichsminister des Inneren Dr. Frick mit, dass in diesen Tagen der Beschluss gefasst worden sei, den Umfang der Stadt Wien von 270 auf 700 Quadratkilometer zu vergrößern. Bereits am 21. Juli 1938 wird die Eingemeindung von 97 niederösterreichischen Gemeinden festgelegt und Wien in 26 Gemeindebezirke statt der vorhergehenden 21 Bezirke eingeteilt. Am 2. September 1938 wird das entsprechende Gesetz vorgelegt. Am 1. Oktober erhielt dieses Gesetz die Genehmigung Hitlers und tritt als Verordnung des Wiener Bürgermeisters in Kraft, in der die neuen Bezirksgrenzen im Detail definiert werden. Am 13. April 1945 ist der Krieg in Wien zu Ende. Bereits im Juni 1946 regeln Wien und Niederösterreich einvernehmlich mit Verfassungsgesetzen die Änderung der Grenzen zwischen den Bundesländern Niederösterreich und Wien. Wien wird wieder grob in die Grenzen von vor 1938 zurückgestutzt, wobei einige 1938 getroffene Korrekturen beibehalten werden, so zum Beispiel konkret den Bezirk Penzing betreffen. Die Zusammenlegung von Rudolfsheim und Fünfhaus zum 15. Wiener Gemeindebezirk bleibt bestehen. Die Teilung vom ehemaligen Bezirk Hitzing in Hitzing 13. Bezirk und die Konstituierung von Penzing als 14. Bezirk wird beibehalten. Hadersdorf-Weidlingau bleibt bei Penzing und Purkersdorf wird von Penzing wieder abgetrennt und nach Niederösterreich rückgegliedert.
Aufgrund diverser Einsprüche der sowjetischen Besatzungsmacht können diese Gesetze jedoch erst 8 Jahre später, 1954, inklusive dem entsprechenden Bundesverfassungsgesetz vom 23. Juni 1954 in Kraft treten. Wenden wir uns nun der ehemaligen selbstständigen Vorortgemeinde Penzing zu. Bereits um 11:20 wird an der Furt durch den Wienfluss die Siedlung Penzingen bzw. deren Verwalter Regenbertus und Rudolf de Penzingen im Saalbuch des Stifts Kloster Neuburg urkundlich erwähnt. Allerdings dürfte hier bereits um 800 eine Wehrbauernsiedlung zum Schutz der Furt bestanden haben. Penzing hat 2 historische Ortskerne. Einen älteren um die Altpfarre St. Jakob im Bereich der Jakobskirche, einen jüngeren in Form eines Straßendorfs im Bereich der Penzinger Straße zwischen Einwanggasse und Nisselgasse. Bis zur Eingemeindung in die Stadt Wien im Jahr 1892 hat sich im Bereich zwischen Wienfluss und Linzerstraße von der Schlossallee bis zur Ameisgasse bereits ein geschlossener Ortskern gebildet, was nicht zuletzt auf die Nähe zum Schloss Schönbrunn zurückzuführen ist. 1542 kommt der Ort, der sich im 15. Jahrhundert im Besitz der Herren von Rappach befindet, an das Wiener Bürgerspital. 1747 bis 1784 besitzt den Grund die kaiserliche Hofkammer. 1784 bis 1806 gehört der Ort wieder dem Bürgerspital. Ab 1806 dann folgt Franz Xaver Freiherr von Mayer als Grundherr. 1846 bis 1848, 2 Jahre, gehört Penzing dem Schottenstift. Nach dem Revolutionsjahr 1848 wird die Gemeinde selbstständig. Im Jahr 1267 übergibt Rudecker von Rodaun auch der Zoller bzw. Rüdiger de Zollre, genannt, einen Grund mit Eichenbewuchs für die Errichtung einer Kapelle, worauf die Kapelle errichtet und später im 14. Jahrhundert zu einer gotischen Kirche erweitert wird. Die Kirche heißt einst bei den 7 Eichen im Heiligen Tal zu Penzing. 1365 wird die Kirche der Propstei St. Stephan, 1469 dem neu gegründeten Bistum Wien übergeben. Der Pfarrsprengel erstreckt sich über Penzing, Breitensee, Leins, Speising, Hitzing und Meidling bis 1356 auch über Hütteldorf, seit Anfang des 18. Jahrhunderts auch über Schönbrunn und Braunhirschen. 1783 im Zuge der josephinischen Kirchenreform wird dieser große Pfarrbezirk in 5 Teile getrennt. Der Pfarre Penzing bleiben die eigene Gemeinde und Breitensee. Das durch die Osmanen 1529 und neuerlich 1683 arg verwüstete Gotteshaus wird 1709 wieder aufgebaut und 1758 durch Hofbaumeister Matthias Gerl über Veranlassung Maria Theresias barock umgebaut und erweitert. Ebenfalls verwüstet wird die Kirche im Zuge der Napoleonischen Kriege durch die Franzosen 1805 und 1809. Der damalige Besitzer der Herrschaft Penzing, Franz Xaver Mayer, lässt die Kirche im Jahr 1812 renovieren. Die Kirche ist von einem Friedhof umgeben, der 1879 aufgelassen wird. Bereits einige Jahre vorher, 1856, wird am damaligen Siedlungsrand ein geeignetes Grundstück für einen neu anzulegenden Friedhof erworben, der am 9. Oktober 1859 eingeweiht wird. Der Friedhof liegt heute im Matznerpark. Vor der Penzinger Kirche steht die Penzinger Lichtsäule, ein spätgotischer Tabernakelpfeiler aus dem 15. Jahrhundert, der im damaligen Friedhof eine Lichtsäule war. Laut der Sage, die Lichtsäule in Penzing, versteckt sich ein Bub vor den nahenden Türken, indem er sich durch die schmale Kaminöffnung in den hohlen Säulenschaft zwängt und sich so vor den Türken rettet. Wegen der Entfernung der Pfarrkirche vom Straßendorf im Bereich der heutigen Penzinger Straße wird 1660 unter Pfarrer Georg Einwang die näher gelegene Kapelle zu den Heiligen Rochus und Sebastian von Georg Gerstenbrand erbaut.
1683 durch die Osmanen zerstört, wird sie wieder errichtet. Im 18. Jahrhundert wird die bereits baufällige Kapelle von den Wiener Handelsleuten Johann Perinett und Johann Nicola renoviert. Eine neuerliche Renovierung erfolgt 1842 bis 1845. Im 18. Jahrhundert beginnt Penzing aufzublühen. Der Bau des Schlosses Schönbrunn, der Bau einer Seidenfabrik, der Zuzug vornehmer Familien ins benachbarte Hietzing und die Verbesserung der Verkehrsverbindung mit dem Zentrum bringt Penzing einen Aufschwung. Die Berufung des Schweizer Fabrikanten Markus Kennel durch Maria Theresia nach Penzing 1765 macht den Ort zur Wiege der Wiener Seidenindustrie. Ursprünglich befinden sich drei Häuser im Bereich der heutigen Hausnummern Penzinger Straße 9 und 11. 1730 kommt Emanuel Teles de Silva aus Lissabon an den Wiener Hof. De Silva gewinnt das Vertrauen Kaiser Karls VI., der ihn zum Lehrer seiner Tochter in staatspolitischen Angelegenheiten bestimmt. De Silva ist von 1744 bis 1749 Hofbaudirektor und steht der jungen Kaiserin in den ersten 10 Jahren ihrer Regierung als Berater maßgeblich zur Seite. De Silva kauft 1744 die drei Bürgerhäuser im Bereich der heutigen Penzinger Straße 9 bis 11, lässt sie abbrechen und errichtet auf Nummer 9 ein Palais. Wenig später erwirbt Maria Theresia das Palais, da sie für ihren Schwager Prinz Karl von Lothringen einen Schönbrunn benachbarten Sommerwohnsitz braucht. Wieder etwas später, um 1750, baut die Familie de Silva nebenan auf Haus Nummer 11 ein neues Palais, das lange im Familienbesitz bleibt und anschließend nach mehreren Besitzerwechsel von der Familie Bouton, Großgrundbesitzer in Rudolfsheim und Fünfhaus, erworben wird. 1866 kommt König Georg V., zweiter Herzog von Cumberland, auf der Flucht nach Wien. Kaiser Franz Josef kauft 1867 der Familie Bouton das ehemalige Palais Silva Tarucca ab und lässt es mit dem benachbarten Lothringer Haus zu einem neuen Palais vereinen. Der Kaiser stellt es dem ehemaligen König Georg V. von Hannover zur Verfügung. König Georg V. von Hannover kämpft 1866 auf der Seite Österreichs gegen Preußen. Nach dem verlorenen Krieg muss er abdanken und nach Österreich emigrieren. Er lebt hier bis zu seinem Tod unter dem Titel eines Herzogs von Cumberland. Es ist ihm gelungen, einen Teil seines enormen Vermögens nach Wien zu retten, womit er unter anderem das Palais 1868 kauft und aufwendig ausstattet. Für das Doppelgebäude kommt nun die Bezeichnung Cumberland Palais auf. Hier ist jahrelang die Kunstsammlung der Familie, darunter der berühmte Welfenschatz, untergebracht. 1878 stirbt König Georg V. von Hannover während eines Aufenthaltes in Paris und wird in London in der St. Georgskapelle im Schloss Windsor beigesetzt. 1908 wird an das Palais das ehemalige kaiserliche Jägerhaus aus dem Jahre 1747 auf Nummer 13, das aber bereits 1781 zu einem Privathaus wird, angeschlossen. Am östlichen Ende des Cumberland Palais hat Maria Theresia die Penzinger Kaserne 1758 im Bereich der heutigen Penzinger Straße 7 als Kavalleriekaserne errichten lassen. Diese Kaserne beherbergt die Wachmannschaft für das Schloss Schönbrunn. Auf dem benachbarten Grundstück wird ein Exerzierplatz angelegt. 1839, 1840 wird die Kaserne wieder abgerissen. Das ehemalige Exerziergelände der Kaserne bildet nach 1841 den Garten zwischen dem Cumberland Palais und der Hartigasse. An der Stelle der heutigen Kennedy-Brücke befindet sich ursprünglich eine Furt, die Teil einer Römerstraße zum damaligen Legionslager Windobernau ist. Seit 1819 besteht neben der Furt ein hölzerner Steg. 1834 bis 1843 sorgt der Bau einer Kettenbrücke über den Wienfluss für eine bessere Verbindung von Penzing und Hietzing. Die Brücke wird nach der Kaiserin Maria Anna, der Frau von Kaiser Ferdinand I., Maria-Anna-Brücke genannt.
Die Brücke wird von Josef Jeckel entworfen und vom Fabrikanten Johann Gemperle vollendet. 1888 wird die Brücke abgetragen. In den Jahren 1888 bis 1890 wird an ihrer Stelle eine neue eiserne Fachwerkbrücke errichtet, die im Hinblick auf die nahegelegene kaiserliche Sommerresidenz Schloss Schönbrunn nach dem regierenden Monarchen Kaiser Franz Josef Brückeck benannt wird. Die Jeckelsche Brücke wird nach dem Abbruch verkürzt und transferiert und bildet heute die Verbindung zwischen Hochsatzengasse und Testarellogasse in Obersanktveit. Details der vorgesehenen Wienflussregulierung bzw. des Stadtbahnbaus waren damals offenbar noch nicht bekannt. Jedenfalls muss die Brücke nach nur 8-jährigem Betrieb 1898 abgetragen werden, da sie diesen Arbeiten im Weg steht. 1898, im Jahr der Eröffnung der oberen Miental-Linie der Stadtbahn, die neben der Brücke eine Station namens Hitzing erhält, beginnt der Bau der zweiten Kaiser-Franz-Josef-Brücke nach einem Entwurf von Friedrich Ohmann und Josef Hackhofer. Der Bau wird 1900 fertiggestellt. Im Vergleich zu den meisten anderen um diese Zeit gebauten Wienflussbrücken wird diese besonders künstlerisch ausgestaltet. Die Stirnseiten sind mit Ornamenten geschmückt. Auf zwei Pylonen thronen von Arthur Strasser geschaffene Bronzeplastiken in Form von die österreichische Kaiserkrone auf ihrem Rücken tragenden Adler. Die Brücke ist jetzt auch für die Straßenbahn befahrbar. Erreicht die Pferdebahn aus Richtung Mariahilfergürtel kommen bereits 1869 durch die Hardegasse bis zur Nisselgasse in Penzing den nördlichen Zugang zur Brücke, so kann die Pferdebahn ab 1899 über die Brücke in die Hitzinger Hauptstraße bis zur Domeiergasse fahren. 1901 wird die Strecke elektrifiziert. 1913 wird die Kaiser-Franz-Josefs-Brücke umgebaut, 1921 in Hitzinger Brücke umbenannt. Über die Wiener Dampftramwei bis zu ihrer Elektrifizierung erzähle ich mehr in dem Video Die Wiener BIM von 1840 bis 1938. 1912-1913 wird neben der Brücke das Amtshaus für den 13. Bezirk errichtet, ab 1938 Amtshaus für den 13. und 14. Bezirk auf dem ehemaligen Areal des Betriebsbahnhofs der Dampftramwaigesellschaft vormals Kraus und Company. Das markante späthistorische Gebäude ist in Form von Neogotik und Neorenaissance gestaltet. Die Strecke der privaten Kaiserin Elisabethbahn wird am 15. Dezember 1858 von Wien Kaiserin Elisabeth Bahnhof bis Linz eröffnet. Am 19. November 1858 wird der Bahnhof Penzing zusammen mit der privaten Kaiserin Elisabethbahn eingeweiht. 1860 folgt die Verbindungsbahn nach Meidling, wodurch die Station zu einem Trennungsbahnhof wird. Am 11. Mai 1898 geht schließlich die zur Wiener Dampfstadtbahn gehörende Vororte-Linie in Betrieb. Fortan war Penzing ein Eisenbahnknoten. Die Geschichte der Wiener Dampfstadtbahn erfährst du in dem Video Wiener Stadtbahn von den Anfängen bis 1924-25. Aufgrund der Nähe zum Schloss Schönbrunn dient der Bahnhof bis 1918 trotz dem mittlerweile vorhandenen Hofpavillon Hitzing oftmals als Abfahrtsbahnhof des K&K Hofsalonzugs für Reisen des Kaisers, aber auch der Ankunft von ausländischen Staatsgästen.